Himmlisch, diese Aussicht, oder, Jasmin? Willst du da unten eigentlich noch Fallen machen? Kleiner Moment. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallo? So, ja, Fallen. Wir sind ja kurz vorm Blutmond. Wir haben Tag 19, Tag 1. Ja, ich meine, diese Holzdinger da unten hin machen wieder. Holzbikes. Ja, könnten wir eigentlich wieder welche reinschmeißen, denn? Dann ja, sind wir auf jeden Fall... Ja, reinschmeißen. Dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen, Weg. Ja. Haben wir, eine Gipsschiene? Ja. Ich benutze die mal wegen meinem gebrochenen Bein. Jetzt ist das nur noch 20 Minuten gebrochen. Ja, ich muss erst mal was essen hier. Ich weiß gar nicht mehr, was wir hier eigentlich für ein Klimbims gemacht haben letztes Mal. Muss ich ehrlich gestehen. Ich habe hier das Geländer gemacht. Zum Schluss. Ja, also mein Plan sieht heute wie folgt aus. Ich habe noch Blumenbeete. Ja, dann hau mal raus. Was ist eigentlich mit dieser Ecke hier? Welche Ecke? Na hier. Dieses verlassene Stück hier unten. Achso, ja, das kommt doch. Achso, hier die tote Ecke hier unten. Ja. Ja, die habe ich einfach so zugemacht. Totgelassen. Ja. Die brauchen wir doch nicht. Ich weiß nicht, ob wenn wir uns hier unten wieder ausbauen, ob die sich dann versuchen werden, durch die Mauer zu prügeln. Wenn wir auf gleiche Höhe sind. Achso. Also, ja, meine Theorie ist, dass die Leiter ja nehmen, weil ja oben ein Weg ist, der zu unserer Fläche ist, wo wir sind. Dass die einen Weg gegeben haben. Und wenn wir uns jetzt nach unten ausbauen, bin ich mir nicht sicher, ob sie den Weg noch nehmen. Du, mein Was ist Plan... Mit da oben? Ja, jetzt will ich dir meinen Plan erzählen, Jasmin. Scheiße, auf dauert da wieder ewig, bis du auf den Punkt kommst. Da oben kommen noch erstmal Blumenbeete hin und dann werden wir gucken. Mal sehen. Was hier mit den Pilzen? Kann man die schon ernten jetzt? Ja. Mein Plan ist, die Pilze abzubauen. So, ist getan. Darf ich jetzt meinen Plan erzählen? Ich mache jetzt gleich noch den Rest von meinem Inventar leer. Siehst du, da war nämlich was. Und dann wollte ich die Händlerquest noch machen, jetzt kurz vorm Blutmond, in der Hoffnung, dass wir da Munition oder so kriegen. Weil wir sind ja nicht so gut bestückt mit Munition, ne? Bin ich der Meinung. Nö, nicht so wirklich, ne? Wie viele Pflanzen waren das? 1, 2, 3, 4. Oh, cool. 1, 2. Also fehlen nur. 1, 2. Kannst du nicht mehr zählen, oder? Nee, ich bin gerade... Du hast mich jetzt so oft unterbrochen, ich bin jetzt neben der Spur. Ach ja, jetzt bin ich wieder schuld, Patrick. Ja, du bist schuld. Das werde ich dir dein Leben lang vorhalten. Boah, ey, ich und diese Treppe hier. Irgendwie, das ist eine Leiter, Jasmin. Ja, irgendwie... Ich bin da zu blöd für. Naja, du weißt ja auch nicht, dass das eine Leiter ist. Ein Sobbel. Ja. Vielleicht ist das Problem, dass du denkst, das ist eine Treppe und du läufst doch dementsprechend runter. Oh. Sorry. Haben wir Besuch oder hast du was kaputt gemacht? Kaputt gemacht. Oh. Ja, ich hab's wieder heile gemacht. Jasmin, ey. Beruhige dich, bevor du weinst. Ach so, ich hab gar keine Samen. Ja, ich wollte hier gerade Dings pflanzen. Ich hab jetzt Pilze an der Wand angepflanzt. Gut, dann habe ich halt keine Bäume, die ich einpflanzen kann. Ist das jetzt Schimmel? Schimmel. Schimmel. Nee, wollte ich einmal die Händlerquest machen, das Gebiet säubern. Willst du da mitkommen? Oh, das ist dann dunkel, das schaffe ich nicht. Ja, das wäre gut möglich. Das schaffe ich nicht. Ich pflanze erstmal ein paar Bäume. Weil rein theoretisch, wir sollen ja nur das Gebiet säubern, ne? Töten, aber wenn dann alle auf einmal kommen oder mehrere kommen, die sind ja voll schnell. Wieso doof? Wir sollen das Gebiet säubern. Wir brauchen einfach nur eine Greifzange und einen schwarzen Sack, wenn du hast. Ach, du bist so doof, sonst müssen wir vielleicht noch einen herstellen. Metallstachelmott. Wo waren denn jetzt die blöden Samen hier? Da. Nehmen wir da mal ein paar mit, nehmen wir und da auch mal ein paar. Geh doch mal.
Ja, ich habe ja hier noch den Dings drauf, ne? Dings? Ja. Tralams. So. Ey, diese Treppleiter hier. Ich würde gerne wissen... Wo ist dein Gewissen? Wo ist mein Gewissen? Hat das ausge... Ah ne, nevermind. Ich dachte, ich habe eine Stufe 2 oder höher Knüppel. Aber ich habe so einen ganz... ganz schäbigen Knüppel, Jasmin. Nevermind. Ganz ranzig und stinkend. So. Aber ich habe eine Stufe 3 Bogen, dann würde ich noch Pfeile mitnehmen. Die leeren Gläser nehmen wir mit. Eine Brille. Ja, was ist denn eigentlich jetzt mit deiner Glücksbrille? Oder deine Brille, die dich intelligent machen soll? Weiß ich nicht. Willst du die nicht aufsetzen? Ich will erstmal ein paar Bäume pflanzen. Pinsel. Was machen wir mit dem Pinsel? Was machen wir mit dem Pinsel, Jasmin? Wo bist du? Immer noch draußen. Dann komm mal lieber wieder in die Basis. Warum? Da ist so eine richtig schäbige... Ich weiß nicht, was das ist. Sieht aus, als wenn die Bäume pflanzt. Mhm. Ach, das bist ja du. So. Ich komm hier nicht runter. Hatte ich im Fahrrad auch noch Sachen? Woher soll ich das wissen? Du bist mit dem Fahrrad gefahren. So, wollen wir mal schauen. Ja, Waffenteile und Modteile. Also eine Mod und Waffen und... Nee, sind beides Waffenteile gewesen. Sorry. Wollen wir mal einen Schluck trübes Wasser süppeln, wa? So, wie kommt denn... Naja, weil ich doch die Helm-Mod hab. Ja, ja. Die Trinkmod. Mir doch egal, was das für ein Wasser ist. Ich saug das einfach. Bin ganzer Kerl. Oh, ich habe aus 3 Mais 3 Samen gekriegt. Willst du sagen, ich bin nicht männlich? Geht so. Geht so? Ey. Ich habe gestern, ich einkaufen, bin ich da auf Toilette gegangen, ja, auf Sitzklo, weil ich pullern musste, aber... Auf Sitz, was ist ein Sitzklo? Das ist doch ein ganz normales Klo. Genau, ja, nicht das Stehpissoir. Ich musste pullern, das heißt, aber ich habe mich nicht richtig hingesetzt. Wow. Da war mindestens Zentimeter Luft unter meine Beine. Oh mein Gott. Übel, oder? Oh, ich habe gar nichts zu... Ach, Jasmin, du bringst mich hier durcheinander heute. In einer Tour hier. Du bringst mich noch um den Verstand. Und Pfeile wollte ich auch mitnehmen. Jasmin, was ist denn mit dir? Also bitte. Fressalien. Ja, sieht auch nicht mehr so schön aus. Was essen. Ja. Das sah noch nie gut aus bei uns. Ja, wir müssten irgendwie mal in der Lage sein, so eine Gemüsepfanne zu machen, oder wie das heißt. Dafür brauchst du Gemüse. Wir brauchen dafür Pilze, haben wir Mais und Kartoffeln. Ah, Kartoffeln sind das Problem, weil wir zurzeit keine anbauen können. Deswegen habe ich die restlichen auch nicht gekocht. Jasmin, wir brauchen Kartoffelsamen. Mensch, wir haben ja alles umsortiert. Du. Ja, ich Schelm. So, das habe ich. Proviant habe ich. Leere Gläser. So, ich gehe mal Müll sammeln. Jo. Damit der Händler glücklich wird. Im Dunkeln. Ja, habe ich noch eine Taschenlampe? Nö. Da sind welche drinne. Ja. Mehr als genug. Mehr als genug.
Patrick, nimm die verdammte Taschenlampe aus der Kiste. Weißt du in welcher? Hab schon. Genau da. Ach, das ist ja doof. Ich dachte, ich kann die so sekundär schalten quasi, dass ich die nicht in der Hand halten muss. Aber weißt du, was ich denn festgestellt habe? Dass das nicht geht? Richtig, du musst die in der Hand halten. Was ist denn dein Plan für heute? Wenn du nicht mit mir Müll sammeln gehst? Bisschen was für die Nature und den Trader Joe tun. Ja, bisschen Holz und so hier. Holz schneiden? Ja. Holz, Lehm, Steine, das was man alles so, brauchen wir ja. Blätterpflanzen. Ich fahr der Sonne hinterher, dem Rest was da ist. So, 61. Das ist ja gleich hier vorne am Schrotti. Na siehste. Ja, wunderbar. Meine ist ein bisschen weiter weg. Und, was ich machen werde, ich werde einen Tipp befolgen. Ich gehe erst rein looten und mach danach die Quest, weil dann ist das Loot gleich wieder da. Wie weißt du das? Entweder stand das im Kommi oder Lars hat mir das gesagt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Bestimmt Lars. Ich glaube sowohl als auch. Ich glaube, das war beides sogar. Naja. Ich weiß gar nicht, ob die Einkaufswagen überhaupt nachspawnen. Das weiß ich auch nicht. Weißt du auch nicht, oder Jasmin? Oder weißt du das? Nee. Hm. Das hat irgendwie nicht so funktioniert, Leute. Leute. Hallo! Ja? Hat der was fallen lassen? Nee. Ah, Hand juckt. Aua. Hm. Ja gut, der Schrotti hat jetzt hier nicht gerade geilen Loot, ne? Ich weiß das nicht. Das ist jetzt enttäuschend. Oh, ach, für dich ist das immer enttäuschend. Nein, weil da nichts rauskam. Kannst du schon Aloe Vera Samen herstellen? Keine Ahnung. Ich glaube, den Helm habe ich, ne? Ja, ich nehme den mal mit. Ich guck mal in die Kiste. Meine Hand jetzt so. Wenn der nicht in der Kiste ist, ist das nicht. Dann zerlege ich den und guck mal, was da rauskommt. Ist das ein stützender Kühlschrank? Was? Ein stützender. Kennst du keinen stützenden Kühlschrank? Ja, du hast doch so eine Stützpfeiler, ne? Wenn du jetzt ein Haus höher baust. Aha. Und du hast auch alternativ, kannst du, wenn du sagst, hier Stützpfeiler, Stahlbeton ist mir zu teuer, kannst du auch einen Kühlschrank drunter stellen. Aha. Ja, ja. Das Problem ist, wenn du den abbaust, fällt alles in sich zusammen. So wie der junge Mann hier. Der ist auch in sich zusammengefallen, weil seine Freundin stinksauer auf ihn ist. Oh, wie sie kuscheln. Das solltest du sehen. Er hat sich mit dem Kopf auf ihren Bauch gelegt. Oh, wie sweet. Oh, süß. Die sind ja so knuffig, die beiden. Die werde ich als Pärchen des Jahres vorschlagen. Rahmenwürfel. Da hinten noch hüpft einer vor Freude, ey. Jasmin. Ich habe eine Dreifach-Taschenmod. Mhm. Kannst du dir das vorstellen? Das bringt dir was? Ich kann mehr Sachen schleppen. Hä? Mhm. Kann ich doch, oder? Ha, haut hier auf die Kacke und dann stimmt das nicht mal. Also das ist so typisch. Doch, ich kann jetzt mehr Sachen schleppen. Doch. Oder? Wie alt warst du jetzt nochmal? Bitte? Ja.
Ja, kann ich 3 Sachen mehr schleppen? Warte mal, ich krieg Vogelnester Besuch. Sind voll hier. Ich krieg Besuch. Mich besucht hier jemand in meinem Trailerpark. Ja. Das rote Licht ist aus. Ich empfange keine Kundschaft heute. Ist die Alte mir jetzt von da hinten hinterhergekommen? Ja, nee, das gibt mir 3 Lagerplätze mehr in meinem Inventar, Jasmin. Mhm. 3. Ja. Los, jetzt ein noch, komm. Ah, noch ein. Die kann ich eigentlich auch wegmachen, wenn ich das Gebiet säuber, ne? So. Ja, ne. Rein theoretisch, ne? Oder? Oder, Jasmin? Ich habe einen Vogel hier von der Brüstung geboxt. Krasser Typ. Ist hier vielleicht noch was drauf? Oh. Hallo. Na? Oh, ich kam da jetzt nicht rüber. Jasmin, meine Jumping Skills sind nicht perfekt. Nee. On point. Beim ersten Versuch. Ist was für dich? Ja. 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 Ja, ein angebissenes Sandwich, so wie du es gerne hast. Sandwich. 22 au. Uhr. Ich hätte jetzt. Oh! Ich hätte jetzt. Au! Weg! Da ist ja schon einer. Komm hier nicht durch. Adik Schwitz. Ja, komm mal her, mein Schnucki, ja. Ich hänge hier irgendwie fest. Ja, dass er mir wieder voll eine zieht. Der Glückliche. Was? Wie? Was? Der ist voll verpestet, Mann. Inwiefern? Ja, der hat voll die Beulen, Alter. Vielleicht das ist so ein Dicker gewesen. Vielleicht Akne? Nee, das sah aus wie so Eiterbeulen, Pestbeulen oder so. Hier, was hat, Ja, du bist ja ein Held. Wer? Na, du. Weil ich die Tür aufgelassen hab? Ja. Gerne doch. Du Opfer. Opfer. Ich komm ja so geil die Treppe hier immer hoch. Ach, dumm. Hä, wo ist denn der jetzt? Ach, da unten. Der haut jetzt gegen die... Oh, hier ist ja alles wieder da. Wie geil ist das denn? Selbst die Big Bags. Geil ist das denn? Ja, war doch bei dem anderen auch letztes Mal. Ja, ich soll hier das Gebiet reinigen. Bis jetzt habe ich einen Geier erlebt. Ein Geier. Ein Geier. Geiler Geier. Aber ich kann hier Pflastersteine wieder abbauen. Ob sie wach geworden ist, weil sie mich gehört hat, wie ich den Einkaufswagen abbaue. Jo. Aha, komm mal her, Schnucki. Und tschüss. Au! Jawohl. Mädels, Gewalt ist keine Lösung. Jetzt läuft er wieder hoch, ey, das ist richtig geil. Ja, komm her hier. Das war ja jetzt nicht so praktisch. Da kommt er. Tschüss. Jetzt läuft er gleich nochmal hoch. Tötest du den auch? Ja, ja. Ah, okay. Hm. Oh, da kommt noch einer. Was ist denn jetzt los, ey? Ich habe eine Stufe 3 selbstgebaute Schrotflinte, Jasmin. Ja, schön. Ich glaube, wir haben auch noch eine in der Kiste. Dann hast du auch eine. Ey, warum kommen denn jetzt so viele hier? Was ist denn los, Alter? Keine Ahnung. Huch. Hä, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber keine Ahnung. Aber warum kommen die jetzt alle? Keine Ahnung. Vielleicht wollen die dich besuchen. Hast du irgendeine Einladung geschrieben? Nein. Facebook-Party oder so? Ja. Diese Dinger wären jetzt geil da unten. Diese Fallen. Da kam Tine Wittler voll durch die Tür gefallen.
hält aber auch viel, ne? Da ist hinten das Kleid gerissen. Und rein im Müll. Bei mir, ey. Voll in Seucht. Hallo. Ah, frischer Loot. So habe ich's gern. Oh, wieso treffe ich die denn so schlecht? Patronengurt. 9mm Patronen und ein Dose Lachs. Das muss ich erst noch aufmachen. Okay, der ist tot. Boah, ja, nicht wirklich. Ist so viel von. So. Ja, bist du jetzt auch endlich mal tot? Das geht doch. Und jetzt noch hier der andere Dude. Komm her. Oh, die haben Bags. Hacks. Das ist ein Alkoholiker oder was? Die haben Loot-Dinger-Bumser hier. Also Flasche Bags oder was? Aha. Ist tot. So schnell komme ich doch da gar nicht hin. Aber brauche gleich wieder weg. Chrysanthemen. Da können wir den roten Tee draus machen, ne? Ja, die Karte, aber die kriegst du hier überall. Ja, aber ich nehm, den kann ich dir ja mitnehmen. Das war jetzt mager. Jasmin. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe meine Quest erfüllt. Cool. Ja, ne? Ich hole jetzt meine Steinpfeile wieder. Sind die alle schon tot? 3 Stück waren's. Oh, das ist eine Fackel. Ist ja interessant. Oh, die Tür ist fast Schrott hier. Welche Tür? Eine Teiltür vorne. Haben die dagegen geschlagen? Ja. Warum? Weil der dumm ist. War. Cool, ey. Hat der von außen oder von innen gegen geschlagen? Von außen. Ja. Das ist nicht gut. Oder? Ja. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Ja, das bedeutet nämlich, dass die beim Blutmond auch die Mauer attackieren, obwohl die Treppe da ist. Ich war aber unten noch. Hm. Als sie gesehen haben, dass ich hier oben stand, sind sie gleich nach oben gekommen. Ah, so. Sag das doch, Jasmin. Hast du ja nicht gefragt? Ja, hat ja mein Ingenieurswesen voll hingehauen, wa? Mal sehen. Jetzt ist nichts mehr hier. Schade, es hat gerade so Spaß gemacht. Ist das ein Zombiehund? Bestimmt. Ich probiere es mal aus. Mach mal. Das war daneben. Hol Stöckchen. Komm. Na endlich. Nee, das ist ein normaler Hund. Ja, und komm her, Bleib. Komm. Vorhin. Jetzt läuft der weg. Wenn der hört, dass du machst. Ja. Da, da, da. Im Dunkeln. Alter, ich sehe den nicht. 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 Steht genau vor mir. Oh, hat der gejault. Immer noch keinen. Ob den das weht hat? Wahrscheinlich. Der arme Pfiffi. Möge sein Fleisch uns wohl munden. Ach ja, die rennen ja nachts. Oh nein, au. Orangene Augen.
Wo ist mein Fahrrad? Ha, ist er mir aber Knöbel gelaufen. Oh, ich habe keine Ausdauer. Das ist ja kacke. Autsch. Autsch. Puh. Ich habe jetzt auch nicht mehr wirklich Leben. Mein Fahrrad ist ganz hinten. Ah, ich hätte mal diesen komischen Silberklumpen mitnehmen können. Silberklumpen? Ja, haben wir zwei Stück, hätten wir verkaufen können. Bei Trader Joe, den alten Geizkragen. Hm. Ja, Halsbanause ist das. Wir sind hier seine einzige Kundschaft in der ganzen Gegend, ja? Ja. Der lässt uns Jobs erledigen. Jobs. Jobs. Hat ja immer sein Job gemacht, Jasmin. Jupp. Mein nächster Jupp ist, rede mit dem Händler. Ja, ich muss das Gebiet säubern in 436 Metern. Das ist schon wieder da hinten. Aber das mache ich bestimmt nicht beim Dunkeln. Beim Dunkeln? Im Dunkeln. Nee, das mache ich nicht beim Dunkeln. Weh. Ja, ich stehe hier voll langweilig rum gerade nur. Ja, das kennt man, ne? Mhm. Passt auf, dass die Wand nicht umfällt, ne? Ja. Du hältst den Besen fest, damit er nicht zu doll alleine fegt. Ich weiß gar nicht, wo die drei jetzt herkamen. Oh. Ich weiß nicht. So ganz Amerika ist verseucht mit Zombies. Irgendwo. Hier mal ein Bär wieder langsam kommen, ne? Naja, aber der ist gerade auf dem Weg zum Händler. Der Bär, ich meine den richtigen Essensbär. Nicht den. Warte mal. Und jetzt? Ich warte. Was ist das? Ist das ein Zombie-Wolf mit orangenen Augen? Ich weiß nicht, ich bin nicht mit. Jo, ich überlebe das nicht, Jasmin. Da kann ich nichts zu. Weißt du, was doof ist? Du. Oh. Mein Fahrrad ist auch auf der anderen Seite vom See. Ja, du bist ja richtiger Held. Ja. Arif, ja. Ist doch kein Problem nicht. So. Bist du das? Hä? Wie bist denn du jetzt so schnell hier reingekommen? Gejoggt. Ach so, nee, du bist ja gestorben. Du musst mal ein bisschen mehr aufpassen da, wenn du Wache schiebst, ne? Du bist ja gestorben. Nein, bin ich nicht. Ja, doch, du bist ganz nackt. Nein, bin ich nicht. Aha. Aber dann kann ich ja den Silberklumpen mitnehmen. Bei. Und, dann kann ich auch gleich gucken. Wo ist denn hier? Da. Wir haben zwei Sechser Helme, dann verkaufe ich den anderen auch beim Händler. Verkauf dich doch selber. Ich gehe mal meinen Körper beim Händler verkaufen. Ach, Bullshit. Der macht ja erst morgen früh wieder auf. Yep. Kannst ja gerne nochmal hinfahren. Ja, Jasmin, ich... Klingel doch nochmal bei ihm. Vielleicht macht er ja extra Stunde auf für dich. Jasmin, ich kann so nichts machen. Ich kann... Ja, ich würde mal an deiner Stelle deinen Rucksack holen. Ja. Das werde ich wohl tun müssen. Fisch. Weil ich habe ja hier nichts mehr. Nöp. Das ist ja jetzt doof gelaufen, ne? Kannst du aber laut sagen, du. Kein Bär, nicht. Ah, ich wusste doch, ich habe hier was. Was denn da überhaupt? Ah, der Kaffee ist immer noch im Anbau. Kartoffel auch. Oh, wir haben zweimal Kartoffeln angebaut. Mann, sind wir krass. Das habe ich voll vergessen. Oh. Alzheimer lässt grüßen.
Was hast du gesagt? Dann habe ich vergessen, Jasmin. Jasmin? Ja. Was hast du gesagt? Achso, hier, wir müssen mal Bros werden. Ich will aber nicht ein Bro werden. Willkommen in der Friendzone. Oh. Huch. Aus Versehen. Das war aus Versehen. Ist dir die Tapete von der Wand gefallen oder was? Du hast doch Lack gesoffen. Ich habe keine Steine hier. Gehst du mit deinen privaten Sachen auch so um? Jasmin. Nee, jetzt mal ehrlich. Nee, oh. Hör jetzt auf damit. Was soll denn das? Oh Mann, das mit dem Pfeil war keine Absicht, ey. Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Bei dir ist doch ein Regal kaputt. Ich verwechsel das immer ein bisschen hier mit der linken und rechten Maustaste. Du hast doch eine Schraube locker, hast du. Ich gehe. Das reicht mir. Mit deinem Vandalismus will ich nichts zu tun haben. Wie du da runtergehst, dass ich so lustig bin. So ein Pinguin. Dum. Du bleibst in dein Zimmer und die Tür bleibt zu. Jasmin, zwing mich nicht, da hochzukommen. Jetzt reicht's. Böses Mädchen. Hör auf, dich zu wehren, du wirst gerade bestraft. Ist der doof. Hallo, können jetzt mal ein paar Zombies kommen? So. Das ist so langweilig hier. Du guckst jetzt aus dem Fenster und denkst drüber nach, was du getan hast. Ich kann dich nicht ernst nehmen, wenn du so komisch da runtergehst. Das sieht so bescheuert aus. Kannst du die Treppe cooler runter... Okay, pass auf. Okay. Jasmin? Ich muss nachher mal Wasser holen. Du bleibst in dein Zimmer. Warte, du bleibst soll ich mal ein Foto Zimmer. Davon machen? Warte mal. Ich mach mal ein Bild davon, warte. Bin ich schon in der Treppe? Ich schick dir das mal. Sieht so geknackt aus. Ich hab gar kein Handy hier. Okay. Du bleibst in dein Zimmer und ich gehe jetzt cool runter. Das ist... ja. So. Gut, ich muss meinen Rucksack holen. Kommst du mit als mein Bodyguard oder bleibst du hier? Bestimmt nicht, ey. Sehr schön. Danke, dass du mich hier nackt in die Wildnis im Dunkeln schickst. Willst du eine Steinaxt haben? Hilflos. Ich habe eine Stufe 2 Knüppel, Jasmin. Ich brauche deine Steinaxt nicht. Killer, ey. Killer. Aber, tschüss. Weißt du, wann ich losgehe? Na? In der wenn's nächsten Folge. Achso, oh, ist schon wieder soweit? 33. Ich habe diesmal drauf geachtet. Das kann man gerne in den Kommentarfeldern applaudieren. Ich habe es geschafft, eine 33-minütige Folge zu machen. Bestimmt die erste. Außer wenn ich jetzt noch weiter quatsche, dann kommen wir vielleicht doch wieder auf 45. Ja, 50 lass das Minuten. Jetzt. Na gut. Jo, ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall ein bisschen Spaß. Konntet euch die Zeit vertreiben. Schaltet morgen wieder ein. Wir würden uns freuen. Lasst gerne ein Like da. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Oh, fängt an zu regnen.